Hier stand einmal ein Haus, was eine Besonderheit hatte. Da ist nämlich ein Mieter drin gewesen, der im Rahmen des Abriss Stadtumbau Ost nicht ausziehen wollte. 2 Jahre haben wir geklagt, bis er ausgezogen ist. Dann ist das Haus abgeräumt worden und wir haben erstmal eine Wiese draus gemacht. Weil wir uns gedacht haben, wir wollen mal wirklich auf eine sinnvolle Nutzung warten. Wir wollen keinen weiteren Supermarkt. Mal sehen, was kommt. Und dieser lange Atem hat sich gelohnt. Uli Wedding, Professor Wiederanders und Frau Klimschen haben gefragt, ob wir nicht einen Platz hätten, wo wir einen Hospiz bauen könnten. Und da fiel uns dieser Ort hier ein. Und jetzt wird es hier gebaut. Wir haben natürlich schon immer darüber nachgedacht, wie kann man das anstellen, um endlich auch eine Hospizstation zu kriegen. Und dann haben wir die Stiftung gegründet und mit dieser Stiftung arbeiten wir seit 3 Jahren an dem Projekt. Und endlich hat sich mit Jena Wohnen jemand gefunden, der das auch dann umsetzt. Und also wir sind ganz happy. Es gehörte zu den ganz, ganz großen Zielen, mit denen ich auch angetreten bin in der Stiftung und in dem Verein. Wir als Stiftung werden getragen von Menschen, die von der Betreuung von Schwerstkranken und Sterbenden Ahnung haben, aber die vom Bauen keine Ahnung haben. Und Jena Wohnen ist eine große Wohnungsbaugenossenschaft, die viel Ahnung vom Bauen hat. Und das war eine ideale Ergänzung für uns. Zudem hatte Jena Wohnen dieses Grundstück und gesagt, wir können uns vorstellen, für die Menschen hier in der Region eine Wohnung, eine Heimstätte letztendlich für die letzte Lebensphase zu schaffen. Ich finde es sehr, sehr gut, dass wir das in Jena haben, weil das ist ein Element, das noch fehlt. Und wir haben so viele Menschen in unserer Stadt, die sich engagieren ehrenamtlich und Menschen, die bereit sind, für andere da zu sein. Und das braucht auch einen Ort. Und dieses Hospiz wird ein guter Ort sein. Und ich persönlich freue mich sehr darüber. Ich war ja mal in meinem früheren Beruf Pfarrer und habe viele Menschen auch im Sterben begleitet. Ich weiß, wie wichtig das ist. Und deswegen ist mir das sehr, sehr wichtig, auch als Oberbürgermeister. Ja, Sie kennen ja unseren Slogan, ich kann jetzt nicht mehr unseren sagen, weil ich ja nicht mehr dazugehöre, also den Slogan von Jena Wohnen, mehr als 4 Wände, das bedeutet ja nicht nur Wohnungen, sondern Wohnen, und zum Wohnen gehört eben auch die infrastrukturelle Qualität des Wohngebiets. Ja? Und neben all den ganzen Faktoren wie Schulen, Kindergärten etc. muss es auch solche Einrichtungen geben, die einfach das Leben in diesen Wohngebieten schöner machen, dass es eine Heimat für die Menschen sein kann, dass sie aufgehoben und geborgen sind.